Hallo. Ja, jetzt möchte ich euch noch gern eins meiner absoluten Lieblingsrezepte vorstellen. Ich esse sehr gerne Indisch. Ja, und dieses Gericht habe ich schon ganz oft beim Inder meines Vertrauens gegessen. Und das ist das Mangohuhn. Mangohuhn ist normalerweise ein Gericht, was sehr mild ist. Ich mag das auch gerne ein bisschen würziger. Das könnt ihr aber steuern, ja, durch den Gehalt an Ingwer, den ihr reingebt. Also ich gebe das im Rezept mit 5 bis 10 Gramm ein. Wenn ihr 10 Gramm nehmt, ist das natürlich ein bisschen pikanter als mit 5 Gramm. Aber mit 5 Gramm ist es absolut auch ein familientaugliches Gericht. Ja, ihr habt sehr, sehr viel Soße nachher. Ich liebe das. Ihr könnt euch die auch nachher noch ja, einfrieren, wenn ihr möchtet. Könnt natürlich auch noch eine größere Menge Fleisch wählen. Ihr seht es ja gleich bei mir im Topf, wie viel Soße ihr habt. Und dann könnt ihr das natürlich dann für euch individuell entscheiden. So, los geht's. Und zwar nehme ich hier 150 Gramm Zwiebeln. Ich nehme jetzt hier die 10 Gramm Ingwer. 130 Gramm Paprika in Stücken. Und so ein Dreiviertel Teelöffel Knoblauchpaste oder ihr nehmt einfach eine Knoblauchzehe mit rein und zerkleinert das für 3 Sekunden auf Stufe 5. So, jetzt gebt ihr Kokosöl hinzu und zwar 20 Gramm und dünstet oder gart das Ganze dann an für 4 Minuten auf 120 Grad und Stufe 1. So, jetzt gebt ihr eure Gewürze dazu und zwar 1,5 Teelöffel Curry und einen halben Teelöffel Kreuzkümmelpulver. Auch durch das Curry könnt ihr natürlich beeinflussen, wie scharf das Ganze werden soll. Es gibt ja verschiedene Curryarten. Ich habe jetzt ein relativ mildes Curry genommen. So, weiter geht's. 2 Minuten, 100 Grad, Stufe 1. So, jetzt gebt ihr eure Mango dazu. Nehmt einfach eine richtig große Mango, möglichst, dass sie reif ist. Meine war nicht ganz so reif, also es geht, aber da würde ich immer die möglichst reifste Mango nehmen, die ich habe. Also eine große Mango, das ist ungefähr 400 Gramm Fruchtfleisch, 350 bis 400 Gramm. Dann gebt ihr noch einen Teelöffel Salz dazu und eine Dose Kokosmilch. Und 10 Gramm Apfelessig. Und das gart ihr jetzt weiter für 8 Minuten 100 Grad Stufe 1. So, die Soße ist jetzt sozusagen schon mal fertig. Ich zeige euch auch mal, wie viel es ist. So sieht es jetzt aus. Und ich püriere die jetzt für 30 Sekunden auf Stufe 10. Fange dabei bei Stufe 4 an und drehe dann sukzessive hoch bis Stufe 10. So, ich mache mir jetzt in der Zwischenzeit auch schon mal meinen Reis. Ich mache Basmati-Reis und nehme da oder rechne da ungefähr 65 Gramm pro Person. So, ich zeige euch auch noch mal jetzt die Soße. Ich hoffe, dass man das gut erkennen kann. Ja, so sieht es jetzt aus. Und ihr gebt jetzt noch 15 Gramm braunen Rohrzucker dazu. Und eben ja, das Hähnchen, das Huhn, wie auch immer. Ich habe jetzt circa 600 Gramm. Ihr könnt aber locker 700 Gramm auch mit reinpacken in die Soße, weil es wirklich genug Soße ist. Und das gebt ihr jetzt nochmal für 10 Minuten auf 100 Grad und Stufe 1 im Linkslauf. Ja, Mangohuhn ist fertig. Und ich habe mir gerade schon hier eine Portion Reis auch angerichtet und gib mir jetzt meinen Mangohuhn drauf. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann besucht mich gerne auf kinderleichtkochen.com oder meiner Facebook-Seite oder meiner Instagram-Seite. Ich freue mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir ein Like dalasst. Ganz herzliche Grüße, eure Sandra.